Die Zeiten, als ich die Spross der Finsternis genannt habe, sind lange vorbei, Lars. Ich durfte mich dir anschließen, dafür bin ich dankbar. Jetzt werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dich zu beschützen. Ich werde dein Schwert und dein Schild sein. Und normalerweise hätten wir jetzt die Rüstung von ihm regulär gekriegt. Aber man kann sie ja, wie gesagt, schon vorher erstehen. Ich kann es gar nicht glauben. Nach dem Sieg über Hagrim hatte ich mit wildem Applaus, Lob und Bewunderung gerechnet. Und dann musste sowas passieren. Naja, es bringt nichts zu jammern. Komm, mein Lieber, wir müssen aufsatteln und uns zur Smaragdküste begeben. Die Schau muss weitergehen. Ach, ich hatte gehofft, Elwin und Elinor sagen zu können, dass wir Hagrimmar endlich besiegt haben. Aber wie es scheint, liegt dieser Plan erstmal auf Eis. Na komm, Junge, wir müssen uns noch um fallende Sterne kümmern. Okay. Hendrik war weit und breit als der Stolz von... Als der Stolz von Heliodor bekannt. Als Feind war er ein Albtraum, aber als Verbündeter ist er Gold wert. Also, brechen wir zur Smaragdküste auf und finden wir heraus, was mit Erdwin Stern los ist. Machen wir. Aber erstmal bekommt Hendrik seine Ausrüstung wieder. Das habe ich mir nämlich gedacht, er ist nämlich nackig. Er hat keine Waffen und kein gar nichts. Das geht gar nicht. Er bekommt den Hadeshelm, dann natürlich sein Generalsoutfit. Dann seine Generalstiefel und natürlich nicht zu vergessen, sein Antalisman der Treue. Ganz wichtig. Ist nämlich ein einzigartiges Item, kann nur er tragen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Jade das auch noch tragen kann, aber er ist der Einzige. Normalerweise würde das Protokoll es verlangen, dass ich euch verbiete, diesen Raum zu betreten, aber Prinzessin Jade hat euch eine Sondererlaubnis erteilt. Also, nur zu. Brauchen wir nicht, wir waren da schon. Damals, wo du nicht am Leben warst. Ich hatte gehofft, wir könnten nach deinem Gespräch mit dem König zurück nach Kiesling reisen, aber da hatten wir wohl kein Glück. Die Arbeit des Lichtbringers endet wohl nie. Aber wenn du mal Zeit hast, auf deine Reise in Kiesling vorbeizuschauen, naja, also, dann lass dich doch mal blicken. Ja, die werden sich jetzt nämlich auf den Weg machen. Zurück zum zerstörten Kiesling. Ja, Freunde, jetzt gehen wir mal raus aus Heliodor. Ich hätte schon fast Heliopolis genannt. Heliopolis, übrigens ägyptische Stadt, eine altägyptische Stadt. Ich glaube sogar eine ziemlich mächtige. Da wollen wir mal gucken, was es mit dem Stern auf sich hat. Nicht wahr, Freunde? Wir können uns übrigens nicht teleportieren, deswegen zu Fuß. Und damit, Freunde, willkommen in Kapitel 3. Ja, und ihr seht, die Monster haben jetzt grüne Augen. Ja, grüne Augen, Freunde. Aber trotzdem werden wir die Kämpfe noch meiden. Jetzt wird's richtig lustig. Dementsprechend werden übrigens auch die Thumbnails sich wieder verändern. Ihr kennt es schon. Jetzt geht's richtig ab. Ihr seht die Monster, 662 Monster. Es hat sich einfach mal fast verdoppelt. Und die Missionen, 59 Missionen. Wie ich schon sagte, wir sind noch nicht am Ende. Es war erst der Mittelteil. Wie gesagt, um die Monster kümmern wir uns noch, wenn die Zeit reif ist. Jetzt noch nicht. Wir haben nämlich noch etwas zu erledigen. Ja. Ich liebe es, alles umzurennen. Es ist gut, böse zu sein. Ich weiß was. Das wollte ich mitnehmen. Und jetzt galoppieren wir los zur Smaragdküste. Ich renne dabei noch ein paar Monster um. Geil.
König Gustav, ja. It's enormous. You can say that again. What the heck is it? It's giving off waves of... Oh, I don't know what, but... Whatever it is, it's certainly not pleasant. Well, then it can't be Erdwin's lantern, can it? We need to do something about it, whatever it is. But how do we even get up there? Well, well, dear luminary. It seems you were in quite the pickle. But... how? Mordiggan! You're alive! You're seeing me as Mordiggan now, you say? How very intriguing. Well, no need to panic. I'm not Mordiggan. It's me. The one you people call the Seer. Wait, how can you be the Seer? Oh, anyone can be the Seer, my young friend. Or should I say, Seer can be anyone. Depends on how you look at things, really. Anyway, we can't have you all on edge like this now, can we? One moment. There. Now, where were we? Ah, yes. I was having a lovely vision of you all riding Cetacea to see the Watchers. What the heck are you talking about? Let's just say that the hallowed tones of the Flute of Legend will carry you to every corner of the land, and leave it at that, shall we? The what of the what will what? Honey, you're not making any sense. You don't have much time, you know. I wouldn't stand there gawping like that if I were you. I don't know how legendary it is, but we do have a flute. Do you think this could be the one? Ja, das ist die richtige. Well, it's the only one we've got. Can't hurt to give it a go. Ach, ich habe Veronica richtig vermisst. Of a huge, enormous whale, flying through the air? Didn't the Seer mention us riding something called Cetacea? Oh my! She couldn't have meant that, could she? What's that gormless grin for? Anyone would think you went flying around on whales for fun. Das ist ja auch. Well, I'm game if you are. All aboard! We've got a whale to catch and some watchers to meet. Schön, dass sie wieder an Bord ist. Ah, ja, Freunde, Kapitel 3. Geht gleich gut los. Plaudern. Keine Gesprächspartner vorhanden. So ein Scheiß aber auch. Ja, Freunde, das letzte Kapitel. Und wie man sieht, das sieht doch schon ein bisschen anders aus. Auf der hohen Warte von Kittos absteigen. Yep. Sieht schon anders aus, doch.
This place is insane. Who builds a town on a rock in the sky? Long ago, all was peace. All was harmony. Yggdrasil blessed us, faithful servants of World Tree. But shadow fell. Horror from above. Kalasmas. Now shadow falls again. Perhaps he returns. Perhaps. Kalasmas. Dark One. Hater of life. Bringer of death. Das wahre Böse. Luminary. Cetacea Rider. No time. Come. Speak with Elder. These'll be the Watchers that Seer Lassie was on about then, eh? It seems they know something of the Dark Star. Come, let us speak with their Elder. Schattensonne klingt auch gut. Etwas, was so voller Licht ist wie die Sonne, einfach mal Schatten bezeichnen. Schattensonne ist auch nicht schlecht. Ja, man sieht schon, ist ein bisschen mehr vorhanden. Ein bisschen mehr. Und es sind auch ein paar mehr Beobachter unterwegs. Ein paar mehr. Vielleicht. Ja, ich fange auch schon so an, so zu reden wie die. Furchtbar. Und natürlich muss auch hier wieder einer angeln. Irgendwie ist das so eine Art Running Gag. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie... Genau, die haben nämlich auch diese Plattform. Dafür waren nämlich auch diese Dinger da. Für diese Plattform. Ich mag die Beobachter, die sind sowas von süß. Genau, die, sogar die haben ihre Religion hier. Also die Religion gibt es wirklich überall. Das ist Wahnsinn. So, dann können wir hier nochmal reingehen. Ist hier, ja, hier, ja. Hm. Allheilmittel und nix. Schade. Ja, auch hier können wir looten. Natürlich können wir das. Aber alles zur Zeit. Ältester wartet voraus. Dann wollen wir ihn nicht länger warten lassen. Ich beschütze den Ältesten, matsche allen Besuchern klar, dass sie ihm den nötigen Respekt erweisen müssen. Brich diese Regel, dann sitzt du in der Patsche. Respektiere den Ältesten oder du kriegst meinen Hammer, Hammer, Hammer zu spüren. Hab ich Angst jetzt. This Elder, wisest Watcher, Eagle Tap. Elder lives for all time, sees all, sleeps much, wakes seldom. Thought would wake for Luminary, but no. Listen, tell Watcher story. Look. Ach, die Beobachter sind schon ein lustiges Völkchen. Ancient times. Kalasmos comes. Seeks power. Power of Yggdrasil. Brings evil. Monsters. Miasma. Destruction. But Yggdrasil sees. Sends savior. Erdwin. Luminary. Ancestor. Rides Cetacea. Crosses Erdria. Gathers companions. Drustan. Warrior. Serenica. Sage. Morkant. Sorcerer. Join forces. Make Sword of Light. Long battle. Dark One defeated. Peace returns. But if they beat him, what's he doing back? Not know. But know this. Your birth. Your coming. You are light. Light to banish dark. But how? Not know. Jesus. Seedlings.
Huh? Elder! Elder, wait! Elder speaks! Silence! Listen! Seedlings of Yggdrasil. Seedlings know all. Ja, gute Nacht. Seedlings! Yes! Give gift! Follow! Temple of Dawn! Herrlich! Ich liebe die! Einfach ein geiles Völkchen, echt! So ein Glück! Lars findet einen Universalschlüssel! Yep! Und damit können jetzt alle Gittertüren geöffnet werden! Wer das ist, wissen wir. Diese Statue stellt eine Frau mit Zauberstab dar. Die Worte Serenica, heilige Weise, sind in den Sockel eingraviert. Genau. Das ist Erdwin. Das ist Hagen. Und das ist Tristan. Mhm. Genau. So sieht es aus. So, wir sollen jetzt zum Tempel der Sonne. Da gehen wir jetzt auch hin. Ich kann da nicht rüber. Habe ich jetzt den richtigen Weg genommen? Ich hoffe jetzt mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit den Missionen ist. Sind die jetzt schon verfügbar hier? Nö. Es gibt nämlich Missionen hier, die wir annehmen können. Also ihr habt ja gesehen, 12 Missionen erwarten uns noch. Ne? Zusätzlich zu denen, die wir ja schon erfüllt haben. Nicht wahr? Gehen wir mal rein in den Tempel der Sonne. Tempel der Sonne. Der Sonne. Mein Gott. Seelings ancient. Sacred. Protect land. Remember. Feeling here, remember, but not Dark One, not how to beat, but ceilings below, on land, 3 ceilings, these 2 remember, perhaps how to beat, perhaps. Guiding light here, raise hand. Wait! The mark! Whoa! Did all that light just get squished down into that little thing? Mm-hmm. Lars erhält das leitende Licht. Jawohl. Guiding light, flame of Yggdragon, creator of Erdria, awakens power, power of luminary, will be useful, help to find how to beat. Here, Elder? Must awaken power. Power of companions. Elder walks! Please leave! Companions have light. Light of hope. Must kindle. Strengthen. Leaves of Yggdrasil. Children of World Tree, shine forth. Lars und seine Gefährten erlernen neue Zauber und Fähigkeiten. Ihren Charakterbaukästen wurden neue Felder freigeschaltet. Das volle Potenzial von Eric und den anderen wurde freigesetzt und ihre Stufen wurden erhöht.
Lars erinnert sich außerdem an alle Orte, die er bereist hat. Er kann nun mit Hilfe des Teleportationszaubers jederzeit dorthin zurückkehren. Oh yeah! I feel amazing! Some say light brings dark. Luminary brings dark one. Not so. Mistaken. Luminary must end this. Break cycle. Ig dragons. Der fällt einfach um. Der wäre nicht gestorben. Der hat einfach nur, eingepennt. Waking tires, Elder. Walking tires, Elder. We will carry. Das sieht so herrlich aus. Very well. To the lands below. Let us seek out these seedlings. Herrlich. Oh Mann, ich liebe die Kleinen. Die sind herrlich. Ja, Freunde, wir haben jetzt gut zu tun. Ihr seht, es wurden ein paar mehr Punkte verteilt, ja. Das heißt, wir werden jetzt erstmal damit beschäftigt sein, unseren Leuten wieder ihre Punkte zu geben. Volltreffer auf jeden Fall. Eric muss Volltreffer haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Freunde der Sonne. Wir werden jetzt diesen Kapitel... wird es nicht ganz so viele Cutscenes geben wie in Kapitel 1 und Kapitel 2. Dafür wird es mehr Kämpfe geben. Ja, ich weiß, manche werden mir jetzt wahrscheinlich sagen, boah, geil, noch mehr Kämpfe. Manche andere werden wahrscheinlich sagen, scheiße, ich will lieber die Story sehen. Aber Freunde, ihr kennt mich, wir werden jetzt nochmal sämtliche Orte in Erdria durchkämmen dürfen, / müssen, denn das hat sich ein bisschen was getan. Deswegen werden wir nochmal sämtliche Orte auf den Kopf stellen, wo wir schon mal waren. Gehört einfach dazu zum Spiel. So, dann machen wir Eric erstmal fertig. Chance auf kritische Treffer. Jawohl, damit hat er keine Punkte mehr. Veronica, meine Liebe. Und sie hat tatsächlich neue Felder, wie man sieht. Die Gute hat wirklich ein bisschen was dazugelernt. Ja, hat sie. Und sie hat auch die Punkte bekommen. Das heißt, Serena ist nicht nur für sich alleine aufgestiegen, sondern für Veronica gleich mit. Deswegen ist Veronica nämlich auch entsprechend hoch gelevelt jetzt. Die ist, glaube ich, Stufe... Wenn ich das richtig gesehen habe, ist sie Stufe 62. Also wirklich hoch gelevelt. Genau, magisches Echo. Bei ihr macht das wirklich Sinn. Bei Serena... Naja, ihr habt es gesehen in der letzten Aufnahme. Schmurgel. Teil einer Koop-Kraft. Okay. So, mit... Das bekommst du auch noch mit, genau. Hoffnungsvolle Hexerin für das Aktivieren von 20 Talentfeldern in Veronicas Charakterbaukasten. Genau. Odem der Weisen. Engelsodem, Veronica und Serena. Veronica lernt eine neue Koop-Kraft, die mit Serenas Hilfe benutzt werden kann. Engelsodem. Yep. Und Serena, wo wir gerade bei ihr sind. Sie ist die nächste. Genau, unsere Heilerin wird nochmal mehr magische Heilmacht bekommen. Damit sie noch besser heilen kann. Moderate MP-Auffüllung nach Kampf klingt sehr gut. Kategorische Kräftigung. Der wäre mit. Was haben wir hier noch? Göttlicher Beistand. Nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Die Güte der Göttin. Selig machende Segen, der den Nutzer sofort in die Welt der Lebenden zurückholt, wenn er stirbt. Genau. Nehmen wir auch mit. Habe ich zwar nie benutzt, aber... Komm mal mitnehmen. Hymne der Erde. Nehmen wir auch mit. Ist jetzt ein bisschen anders als vorher. Das ist wohl richtig. Aber das ist ja nicht schlimm. Hymne des Lichts. Teil einer Koop-Kraft. Genau. Rionaldo, mein Junge. Bei dir hat sich nicht so viel geändert, wenn man das mal so sieht.
Ich weiß es aber nicht. Ich glaube aber nicht, dass die Überraschungsfelder, die wir schon aktiviert haben, ob die nochmal aktiviert werden. Ich meine nicht. Das wäre komisch. Nee, werden sie auch nicht. Okay. Es hätte mich wirklich gewundert. Muntermacher. Dann einmal die pinke Piorette. Genau. Beidhändige Begabung. Dann hat er das nämlich auch. Geschick. Geht gleich weiter, Leute. Keine Sorge. Aber wie gesagt, wir werden uns jetzt sowieso erstmal ein bisschen mehr auf Monster... Oder was heißt ein bisschen mehr? Wir werden uns rasant mehr auf Monsterkämpfe konzentrieren. Wir werden nochmal, wie gesagt, Erdria durchkämpfen. Durchkämpfen. Ja, das ist auch gut. Wir durchkämpfen einfach mal Erdria. Warum nicht? Kann man auch mal machen. Ach komm, nimm die Scheiße mit, dann ist das weg. So. Was fehlt uns hier noch? Drachenhieb nehmen wir mit. Kein Thema. Was haben wir hier noch? Sternschmalzer, Peitsche. Macht aber nichts. Nehmen wir trotzdem schon mal mit. Genauso auch das hier. Und damit haben wir schon mal die Punkte von Rionaldo ebenfalls weg. So. Jade, meine Liebe. Bei Jade fangen wir erstmal an mit der Attraktivität. Ganz klar. Ihr wisst warum. Ihr kennt das Prozedere Rosa Tornado, genau. Dann haben wir hier ihr Femme Fatale. Das muss sie auf jeden Fall wieder haben. Eine so geile Technik wie diese lässt man einfach nicht außen vor. Den machen wir auch mal kaputt. So, dann kriegt sie noch ihre Stärke plus 5 wieder. Lebenspunkteerhöhung um 30 Punkte, wunderbar. Was haben wir hier? Den Wundermond, genau, der ist auch nicht zu verachten. Dann hier natürlich der rosa Orkan. Unser kleiner Wirbelwind hier. Wo man gerade davon spricht, Fußwirbel auch mitnehmen, jawohl. Und wenn wir schon dabei sind, auch gleich den Vakuumkick. Dann haben wir den nämlich auch. So, Opa. Opa ist der nächste. Erstmal Magie. Dann die kategorische Kräftigung. Das war die einzige, die wir mitgenommen hatten, soweit ich mich erinnern kann. Dann natürlich das hier. Das andere hier hatten wir nämlich noch nicht mitgenommen. Also das andere Feld hier. Das ist ja auch kategorische Kräftigung. Beziehungsweise genau, Chance auf Kräftigung plus 5. Wir gehen nämlich erstmal in die Richtung hier. So. Magische Macht mit Weisenstäben, genau. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich nicht ganz genau nach der Reihenfolge vorgehen. Mal gucken, wie ich das mache. Da bin ich sowieso nochmal so ein bisschen gespannt drauf. Obwohl doch, ich denke mal, wir werden so ein bisschen regionsweise vorgehen. So, das können wir schon mal weghauen. Tabula Rasa hebt alle positiven Effekte auf, die auf einen Feind einwirken. Mhm. Opa, sowas kannst du lernen. Mensch. Start der Erlösung. Ja, also ihr merkt schon die Krallenfähigkeiten. Lass ich so ein bisschen links liegen. So, damit haben wir das auch schon mal. Und Hendrik, zu guter Letzt. Der gute Mann. Mit seinem Zweihänder. Erstmal der schnittige Schlag, genau. Angriffskraft mit B-Händern. Ich glaube auch die Ränge haben sich so ein bisschen geändert. Werden wir gleich mal gucken. Ganz wichtig, der darf nicht fehlen. Aber ich werde trotzdem erstmal Veronica behalten. Einfach mal, weil sie so lange nicht dabei war. Und ich habe sie wirklich sehr vermisst, die gute Veronica. Es ist schön, dass sie wieder bei uns ist. Göttlicher Schutz gibt eine neue Koop-Kraft. Tödliche Hand, Kusshand. Rionaldo lernt eine neue Koop-Kraft, die mit Hendricks Hilfe benutzt werden kann. Tödliche Kusshand. Genau, Rücksendung. Das werden wir uns aber nicht holen. Genau, die blinde Kuh brauchen wir auf jeden Fall. Die werde ich schon mal mitnehmen. Blinde Kuh. So. Und dann gehen wir in die Richtung der Äxte. Teufelsbeil. Panzerknacker, das nehmen wir mit. Weil die Äxte, die hatten wir auch schon damals alle. Die Axt des Bösen, ja. So, dann haben wir das nämlich auch. Panzerknacker.
Damit dürften wir auch die Fähigkeit Scharfrichter wieder haben. Die werden wir nämlich auch gleich noch brauchen. Was heißt gleich? Aber die werden wir in nächster Zeit noch brauchen. So, Ausdauer. Falkenhieb. Genau. Da sehen wir nochmal das Symbol von Heliodor. Schockschnitt. Was war das hier nochmal? Verzweifelte Abwehr. Auch Teil einer Koop-Kraft. Also es gibt noch einige Koop-Kräfte, die wir noch erlangen können. Aber wie gesagt, die Story geht so langsam runter. Also es wird langsam weniger mit der Story. Ne, wir haben ja jetzt auch schon viele Cutscenes gesehen. Und jetzt geht das mehr so in Richtung viele Kämpfe austragen, solche Geschichten. So, Taktiken. Ja, das habe ich mir gedacht. Hendrik ist darauf eingestellt. Gut, damit haben wir das. Und ich würde sagen, erst einmal, Freunde, gehen wir nach Kiesling. Würde ich einfach mal so vorschlagen, in meiner Dreistigkeit. Wie gesagt, klar, wir könnten weiter auch erstmal den Storyweg folgen. Das könnten wir machen. Aber wir würden eh ab einem gewissen Punkt hängen bleiben. Ist einfach so. Das kann ich schon mal so vorab sagen. Wir würden irgendwann wirklich hängen bleiben, storytechnisch. Und wenn man schon mal ein bisschen vorher anfängt. Kiesling, genau. Nach wie vor kaputt. Die Kanonen stehen auch immer noch da. Als wir dich damals an diesem sonnigen Morgen verabschiedet haben, hätte niemand einen Traum daran gedacht, dass alles so eine Wendung nehmen würde. Moment, das hast du doch jetzt nicht falsch verstanden, oder? Du bist nicht dafür verantwortlich, was mit Kiesling geschehen ist. Auf gar keinen Fall. Und warum wedel ich mit meiner Hand so komisch? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich ein alter Mann bin. Man weiß es nicht. Nein, ich wollte nicht mit ihm sprechen, sondern mit jemandem anderes. Mit Sandra nämlich. Warum mit ihr? Man sieht nämlich schon, sie ist nämlich auch kartlich markiert. Das hat nämlich einen Grund, warum das so ist. Willkommen daheim, Lars. Bist du hier, um zu schauen, wie wir vorankommen? Nun, ich will dir nichts vormachen. Als wir das Dorf nach unserer Rückkehr zum ersten Mal wieder gesehen haben, hat sich alles ziemlich hoffnungslos angefühlt. Aber wir Kieslinger geben schließlich nicht auf, stimmt's? Wir haben uns alle zusammengerissen und mit dem Wiederaufbau begonnen. Stein um Stein mauere ich dich ein. Sorry. Tja, aber wenn ich alles sage, klingt das doch nach mehr, als es wirklich ist. Wir sind schließlich gar nicht so viele. Wir könnten wirklich noch etwas Hilfe gebrauchen. Moment mal. Mir ist da gerade eine tolle Idee gekommen, Lars. Du hast auf deinen vielen Reisen durch die Welt doch sicher jede Menge Leute kennengelernt, stimmt's? Nun, ich weiß ja, dass du viel um die Ohren hast, aber wenn du unterwegs jemanden begegnest, der nichts Besseres zu tun hat und uns beim Wiederaufbau helfen könnte, könntest du ihn zu uns schicken? Na klar. Wie sie sich freut. Großartig. Vielen, vielen Dank, Lars. Also, ich habe schon eine kleine Liste an Leuten zusammengestellt, die wir hier brauchen. Das sieht so cute aus. Zunächst brauchen wir Händler, die uns das nötige Material besorgen können, um das Dorf wieder aufzubauen. Solche wie Dietrich aus Heliodor. Also Leute, die einfach alles beschaffen können. Dann brauchen wir ein paar Kraftpakete, die das Dorf bewachen können. Ich dachte dabei an Leute wie diese durchtrainierten Kämpfer aus Swistambul. Die wären dafür perfekt, glaube ich. Aber natürlich baut man ein Dorf nicht allein mit Kraft wieder auf. Wir brauchen auch kluge Köpfe. An einem Ort namens Onsen soll es jemanden geben, der alles weiß. Der käme uns hier gerade recht. Und wenn wir einen Neuanfang wagen wollen, brauchen wir ein Maskottchen, um alle bei Laune zu halten. Im eisigen Norden soll es eine liebenswerte heilige Kreatur geben. Die wäre genau das Richtige. Damit bist du bestimmt gut beschäftigt. Wenn du jemanden Passendes findest, sag ihm, dass er hier in Kiesling herzlich willkommen ist. Danke, Lars. Wir wissen deine Hilfe sehr zu schätzen. Darf ich wieder nochmal reden? Danke. Meine Güte. Also wenn jemand Ausdauertraining für eure Stimmbänder braucht, Dragon Quest. Viel Spaß. Heidewitzka. Boah. Das habe ich aber lange versucht, die Stimme zu verstellen. Ja, Freunde. Wir machen uns jetzt aber mal auf den Weg an einen Ort, wo wir lange nicht mehr waren. Ach so, übrigens. Man kann ja übrigens interagieren mit den Leuten hier. How's it going?